was toen willen die rollen spelen van de vrouwenmurder. Wat ik generell spannend vind, Frauen in het schlüpfen, wo man een Stereotyp sieht und wo man sagt, das ist ein Psycho, der neues Leben zu graben, herauszufinden, was der Mensch angetrieben hat oder warum der so schlimme Taten gemacht hat, das ist das, was mich interessiert. Und letztendlich ist vielleicht auch etwas in unserer Gesellschaft herauszufinden, um es im besten Fall, sage ich jetzt mal, sehr utopisch schon fast gesagt, zu verhindern. Sie haben bewusst so Interpretationen offen lassen. Also was hast du drin interpretiert? Ich sehe dort einfach einen sehr verlorenen Mensch, der nicht gewusst hat, mit seiner Wut und mit seiner Angst. Und hat uns auch Leute ausgelassen, die weiter vorkommen. Und dadurch, dass er sich dann nicht gestellt hat und sich nicht Rücksprache gehalten mit seinen Leuten und sich kommuniziert hat. Ich zum Beispiel, wo Menschen selber kommunizieren und Menschen alles mitteilen, wenn ich das Problem habe. Wenn du es nicht machst, dann kannst du es halt so führen. Also in deiner Presse ist nicht gut. Und was bedeutet für dich die Nominierung? Mega viel. Es ist so schön, weil ich jetzt zum dritten Mal nominiert bin. Ja, es ist extrem schön. Und ich bin relaxter, sag ich mal, als letztes Jahr. Weil ich weiß ja, letztes Jahr dann gekommen, was auch so schön war. Und ich bin heute einfach mit meinen Leuten und freue mich auf den schönen Abend. Merci. Merci.